Ich bin Manuela Starkmann, ich bin Guide und ich führe Menschen zur Klarheit. In diesem Video geht es um das Thema Zwillingsseele. So, da es vielleicht ein neues Thema für dich ist, möchte ich in Part 1 das Thema, das Wort erklären und in Part 2 dir sagen, was du damit anfängst. Drittens, Sinn und Ziel ist auf jeden Fall der, dass es dir mit der Situation gut geht. Denn das ist der Grund für das Video. Wenn ich mich mit dem Thema Zwillingsseele beschäftige, schaue, was viele Menschen im Internet drüber schreiben, dann macht sie leider traurig. Nicht mehr linksdrehend, wie vielleicht vorher, sondern rechtsdrehend, aber es kommen traurige Menschen bei raus. Und ich möchte Menschen gerne glücklich sehen. So, Punkt 1, Zwillingsseele. Was ist das? Zwillingsseele bedeutet, und in den meisten Fällen kann es nicht nachgewiesen werden, ganz selten ist es so, dass eine Mutter wirklich sagte, ja, es war ganz klar, ich war im Krankenhaus, ich hatte eine Fehlgeburt und während dieser Schwangerschaft ein Kind ging verloren, ein Kind ist geblieben, das bist du. In den meisten Fällen ist es nicht bekannt, es ist meistens eben eher auf dieser esoterischen, spirituellen Ebene, bei der ich mich sehr zu Hause fühle, wenn es Menschen in die Unabhängigkeit und Freiheit führt. So, und das möchte ich hiermit tun. Also Zwillingsseele bedeutet, dass die Mama zwei Babys eigentlich bekommen hätte, eins verloren hat, eins ist zur Welt gekommen. Es gibt viele Kinder und noch mehr Erwachsene, die fühlen sich alleine, einsam. Als würde etwas fehlen und die suchen. Und das ist Part 2. In dem Moment, wo sie hören, was Zwillingsseele bedeutet, haben ganz viele Menschen ein Aha-Erlebnis. Und wie in all meinen Videos weißt du, ich bin sehr pur, ich bin mit dir auf Augenhöhe bzw. auf Herzhöhe. Mir ging es auch so. Aus meiner Sicht prädestiniert mich das auch, dir das sagen zu dürfen, weil ich dir gerne Leid ersparen möchte. Als ich von dem Thema gehört habe, war es für mich eine Erhellung. Aber nur so lang, wie ich es auch bei den anderen Menschen erlebe. Wie gesagt, wäre ich der Einzelfall gewesen, würde ich darüber nie ein Video machen. Es war so lange eine Erhellung, wie es eine Erklärung war. Aber ab dem Moment einer Erklärung war für mich ein noch größeres Gefühl von Verlust da. In meinem Fall bin ich auch noch Einzelkind. Das heißt, ich habe mir sehr lange als Kind eine Schwester oder einen Bruder gewünscht und hatte so das Gefühl, oh, der oder die war ja da und ist dann verloren gegangen. Drum fühle ich mich so alleine. Die Erklärung war also stimmig, aber sie hat nicht gedient und geholfen und das Leben leichter gemacht, sondern erschwert. Und diesen Impuls möchte ich dir in Part 2 auf den Weg geben. Wenn du Zwillingsseele als Begriff noch nicht gekannt hast, wunderbar, nun kennst du ihn und in Anführungszeichen sei vorbereitet. Wenn du ihn schon kennst und du konntest ihn für dich förderlich, fröhlich verwenden, hurra, ich freue mich für dich. Und wenn du ihn kennst und er war bisher nicht förderlich oder nicht in dem Maße förderlich, wie ich es mir für dich wünsche, dann so du magst und es für dich stimmig ist, nimm meine Sichtweise dieser Thematik. Nämlich, wahrscheinlich werden wir beide nie rausfinden, ob wirklich noch ein Geschwisterchen während dem Anleben, nenne ich es jetzt einfach mal, als wir in Mamas Bauch waren, ob da noch jemand mit dabei war. Und weißt du, was für mich viel stimmiger ist? Hochsensibilität. Neben dem Event, den ich dazu mache und dem Buch, das ich dazu geschrieben habe, möchte ich dir ans Herz legen, einfach darauf zu vertrauen, dass du ein ganz hoher, sensibler, sensitiver Mensch bist und dass du ganz viele Wahrnehmungen hast und dass du natürlich, möchte ich fast sagen, in dieser Welt oft an deine Grenzen kommst. Auch, und wegen mir schon angefangen im Kindergarten, in der Schule, dass andere Menschen anders sind als du. Und auch das kann ich aus meiner eigenen Vita sagen,
Das kann dazu führen, ich weiß noch, wie meine Mutter erzählt hat, als ich aus dem Kindergarten kam, habe ich gesagt, Mama, ich bin anders als die anderen Kinder. Dass der Mensch, du und oder ich, sich eben alleine fühlen, weil wir so sensibel sind, weil wir mehr hören, riechen, sehen, fühlen, schmecken, weil wir so auf Stimmungen sind, weil wir so einen hohen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn haben. Und schau, Hochsensibilität ist für mich immer ein Geschenk, immer eine Gabe. Und vielleicht magst du einfach in Erwägung ziehen, dass unabhängig, ob jetzt eine Zwillingsseele oder nicht bei dir dabei war, dass du so wie du bist, prima bist. Und dass du mit großer Wahrscheinlichkeit, lese mein Buch, 100%, hochsensibel bist. Und Hochsensibilität ist ein Geschenk. Das heißt, schau nicht auf den Verlust, was dir vielleicht fehlt, sondern schau dahin, was du wirklich hast. Dich und wundervolle Gaben. Wenn du Fragen zu dem Thema hast, freue ich mich sehr, wenn du mir schreibst. Danke für liebevolle, achtsame Fragen und Feedbacks. Freue ich mich sehr drüber. Genauso wie wenn du ein Thema hast, wo du sagst, Mensch, da wäre ein Video mal cool, kannst du darüber was machen. Wenn es in meinem Themenspektrum ist, super gerne. Ich freue mich über deinen Daumen. Ich freue mich darüber, wenn du den Kanal von mir abonnierst. Auch gerne mal in der Playlist schaust. Es sind über 200 Videos da. Da ist ein riesen Spektrum, eine große Bandbreite, was du da alles finden kannst, was dir sicher auch schöne Impulse gibt. Ja, und bis wir uns wiedersehen, lebe deine Klarheit.